Jo, herzlich willkommen zur Maisernte. Ja, schönste Zeit im Jahr, könnte man ja meinen. Sogar wenn man sich hier den Mais im Hintergrund ansieht. Ne? Zwei Kolben, bestimmt 3,50 Meter hoch. Aber das ist natürlich nur die halbe Wahrheit. Fakt ist, das ist hier so ein übliches Wasserloch, was wir hier so auf fast allen Schlägen irgendwo haben. Und fällt das Gelände ein bisschen ab. Da hinten hat sich im Frühjahr das Driptilgerät, der Gödeloni, festgefahren. Und ja, dann geht es hier so langsam in die üblichen Ertragszonen. Schön ist natürlich auch, wenn man denn mal irgendwo einen guten Mais stehen hat, dann waren natürlich auch die Schweine da und haben hier erstmal für den Rest gesorgt. Und ansonsten geht das hier relativ zügig. Wenn man jetzt hier mal mit mir einmal dran anlauft. Jetzt sind wir langsam in einem Bereich, wo ja, 80% unseres Maises dieses Jahr vom Ertrag sich wiederfinden. Ne? Vielleicht mal als Zwischenkommentar, weil ab und zu Leute auch unter den Videos kommentieren. Sie sind ja gar nicht so weit weg von mir und verstehen dann nicht, warum wir, keine Ahnung, 3,5 Tonnen Roggen ernten oder jetzt wie hier 10 Tonnen Mais-Frischmasse. Ja, 10 Kilometer Unterschied kann ein großer Unterschied sein. Ich habe auch ein paar Flächen, die gehen in diese Richtung. Entweder wird der Boden deutlich besser und dann ist der Mais schon wieder hinten. Oder da entsteht ein Windpark und dahinter fällt auch in der Regel irgendwie deutlich mehr Regen. Und das kann dann schon reichen, um von 3,5 Tonnen schnell auf 5, 6 oder eben auch 7 Tonnen im Getreide zu steigen. Wir müssen halt mit dem leben, was wir jetzt hier vor Ort haben. Und die Kombination Sandkiste mit aktuell 190 Liter seit Anfang des Jahres ist dann einfach mal tödlich. Ne? Der Mais, wie er sich hier Großteil präsentiert, ist inzwischen schon fast abgeknickt, ohne Kolben. Kein Kolben dran. Katastrophe. Ist wie Gummi. Jetzt mal wieder spannend zu wissen, ob das hier vom Sturm war oder ob hier schon wieder der Maiszünsler zugange war. Sieht erstmal nicht so aus. Ja, hier wäre der Kolben gekommen, ne? Das war der Kolbenansatz. Da ist er. Das ist unser Kolben dieses Jahr. Wow, ist ja echt toll. Naja, Dürre mindestens wie 2018. Meiner Meinung nach schlimmer. Also, wir müssen jetzt mal gucken. Ich glaube, von der Regenmenge sind wir identisch, aber haben natürlich noch weniger Reserven aus dem Jahr davor. Und sehr erstaunlich, dass hier überhaupt so ein bisschen Mais steht. So, Jungs, dieses Jahr haben wir einen Loni aus Bayern da. Das ist der Kühl Harvest. Und der fährt ganz tolle Technik, habe ich hier festgestellt. So, da kommt das gute Stück. Da hinten waren es nur 10 Tonnen je Hektar und hier sind es knappe 40. I'm a feel like this, I'm immortal.
my face while he's looking back. Mirror breaks after math. When I hate, I attack. Ja, das war es auch schon wieder mit der Maisernte 22. Jedenfalls mache ich hier direkt mal die Stoppeln runter noch mit dem Mulcher. Da schwöre ich ja auch drauf. Ja, wenn ihr euch jetzt hier mal so anseht, wie die Stoppeln noch stehen, hier ist relativ viel auch Probleme noch mit Gräsern. Das liegt an einem anderen Herbizid, was wir jetzt hier einsetzen mussten. Wegen der TBA-Auflage, dass hier nur noch alle 3 Jahre eingesetzt werden darf. Und das war dann auf der Fläche hier nicht mehr möglich. Da habe ich schon die Fruchtfolge angepasst, dass das dann wieder passt. Ne? Weil, also, was wir sonst fahren, ist halt das Gardo Gold im Zyntan-Pack. Und da hast du wesentlich saubere Flächen als mit der Alternativlösung hier. Naja, hin wie her. So lang sind die Stoppeln, so sehen sie dann eben aus nach dem Mulchen. Und das ist natürlich, was eine Heimat für Zünsler angeht, ist damit so gut wie zerstört. Das kann jetzt hier richtig schön verrotten und das ist dann eben auch im nächsten Schritt für reduzierte Bodenbearbeitung. Beziehungsweise auch wenn wir es pflügen würden, wäre das natürlich, es ist auch vorteilig. Es ist eigentlich nur vorteilig, diese sehr verholzten Maisstängel zu, so gut wie es geht, zu zerkloppen, sag ich mal. So wie es aussieht, wird es ja wahrscheinlich immer schlimmer, was dieses Wetter angeht. Und darum gehe ich davon aus, dass unsere Maisernten tendenziell früher sind und die Herbstaussaaten bzw. die Rapsaussaat später. Das bringt uns in die Situation, dass ich in diesem Jahr mal auf einer Maisfläche, also nach Mais, mal einen Raps anbaue, falls es denn mal irgendwann regnet. Ja, im Prinzip kann man jetzt schon Raps sehen, aber dafür ist es noch zu trocken. Und das hat ja theoretisch einige Vorteile. In der Regel sind Maisflächen sehr sauber, ne, zum Beispiel im Vorgang, wenn ihr jetzt mal guckt. Und beim Silomais ist das ganze Stroh weggefahren, was ja bei meinem Getreide dann normal nicht der Fall ist. Das heißt, der Raps hat hier keine Nährstoffkonkurrenz, keine Stickstoffkonkurrenz zum Stroh. Ja, da wir hier Mais als Vorfrucht hatten, der bei mir in der Regel zu 100% mit Gerres gedüngt wird, ist ja immer noch ein Teil an Organik da, was noch nicht vom Mais vollständig aufgenommen werden konnte, was noch erst zersetzt werden muss.
und vielleicht bringt das beim Raps auch noch so ein bisschen Schub. Also ich gehe eigentlich davon aus, dass so ein Raps nach so einem Silomais einen besseren Start hinlegt in den Winter als nach dem Getreide, aber das finden wir raus. Sonnenblumen stehen hier noch aus, mal sehen, was das wird. Die Tendenz sieht wohl so aus, dass das nahezu normale Jahre werden und von daher immer noch weiter gucken, wie man die Kosten runterbekommt. Der Druck auf dem Pachtmarkt, der steigt auch zunehmend und ja, also wenn wir jetzt nicht insgesamt auch so eine Verknappung hätten, was zu diesen höheren Preisen jetzt geführt hat, dann sähe es richtig, richtig dunkel aus, so für die nächsten 2-3 Jahre, würde ich mal sagen. Aber schauen wir mal, wo wir noch Lösungsansätze finden, dass wir nicht nur ökologisch nachhaltiger werden, was wir ja, wo wir denke ich, schon auf einem ganz guten Weg sind, aber dass wir eben auch ökonomisch überleben, weil alles andere hatte sonst auch keinen Wert. Naja, da will ich wenigstens mal noch aus der Kabine zeigen, wie das hier läuft, vor allem auch die Daten. Na, hier ist es dolle uneben. Hier sind wir nur mit dem Allrounder gefahren nach der Zwischenfrucht. Das war nicht so gut. Darum 10 km/h ist Schluss, sonst falle ich hier raus. Und ja, brauche hier so um die 3,5 Liter pro Hektar und schaffe 7 Hektar die Stunde. Wenn man was machen will, um Maisstoppeln zu zerkleinern und zu zerstören, glaube ich, braucht man dann nach dem Silomais nicht mehr mit was groß an am Anfang als eine Mulcher. 3-4 Liter auf dem Hektar ist ja schon so gering, dass selbst alle anderen Geräte passiv irgendwelche Walzen zum Quetschen oder so, die brauchen ja auch bloß einen Liter weniger. Ja, das, die kommen aber nie an das Ergebnis von dem Mulcher ran. Ne? Also für mich ist das alternativlos, was das angeht. Jo, bis dahin. So, vielleicht noch eine kurze Auswertung zum Maisversuch 2022, den Sortenversuch. Wollte ich eigentlich gar nicht erst auswerten, aber der John Deere Feldhäcksler, der da war, war ja in der Lage dazu, Ertrag und Trockensubstanz zu messen und dann haben wir das mal noch schnell so abgeerntet. Das muss man natürlich mit Vorsicht genießen, die Daten, weil auf dem schwachen Standort kein Kolben ausgebildet wurde. Das sind dann sozusagen die Überlebenskünstler hier, was Wasser angeht. Das kann natürlich in einem halbwegs normalen Jahr ganz anders ausgehen, aber nichtsdestotrotz gucken wir mal kurz drüber. Hier hinten ist immer Trockenmasseertrag. Das ist ja am Ende das Entscheidende für uns, wonach wir auch bezahlt werden. Und das setzt sich dann eben zusammen aus dem Frischmasseertrag mal dem Trockensubstanzgehalt und da kommt man auf diesen Wert. Und da sehen wir auch schon beim Trockensubstanzgehalt hier auch starke Unterschiede. 24,8 hoch bis 37, 38,5. Und das hat noch gar nicht mal so viel mit der Reifezahl zu tun. Das kann man jetzt natürlich auch nicht allzu genau nehmen, weil man allein schon in der Fläche große Schwankungen drin hat. Es ist aber doch so, dass ich jetzt sagen würde, die erste vordere Hälfte hier, das sind schon Sorten, über die man nachdenken kann in einem Gebiet wie bei uns. Die unteren sind vielleicht, müssen keine schlechten Sorten sein, was natürlich kurios ist, weil zum Beispiel hier auch so ein Glorious von Syngenta im letzten Jahr vom Kornertrag ganz weit vorne war, aber er hat eben keinen Kolben ausgebildet und dann landete er da hinten, was, ich kann es nur wiederholen, nicht unbedingt repräsentativ sein muss. Insofern, ja, ist wirklich fragwürdig, was man mit diesem Maisversuch hier anfangen soll. Das muss man jetzt dann im nächsten Jahr wiederholen und dann haben wir vielleicht Kolben und dann kann man das vielleicht besser bewerten, ja.